Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Wir irren immer noch hier durch den Wald, beziehungsweise zu... Hallo? Dich habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Suchen uns hier immer noch ein bisschen Bergung. Gut zusammen. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ja, für 49,95. Ah, ne, 49,99. Ja. Oh, ging doch noch was. Gut, jetzt gehen wir mal zu unserem Los Professor. Oh nein, ich weiß, wo wir hingehen. Oh, Ausfallschritt. Ich wollte rennen. Ich wollte rennen, hab Umschalt gedrückt. Hier oben ist doch unser Lager. Und da ist eine Kiste. Können wir hier die Axt verbessern? Ja. Oh, wir haben ein neues Upgrade. Pfeile wiederverwenden? Sicherer Schuss wollten wir, glaube ich, als nächstes machen. Kann das sein? Sie sind konzentriert, haben mehr Zeit, mit ihrem Bogen zu zielen. Genau, das wollten wir doch machen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir machen das. Wir machen das. Und beim nächsten Mal müssen wir dann wieder genauer gucken. Halten Sie aufgeladene Bogenschüsse doppelt so lange? Ja, das könnte hilfreich sein. Und beim nächsten Punkt gucken wir einfach nochmal, was wir dann meistern. Jetzt machen wir hier die Truhe auf. Ach so, nur Bergungsgut. Okay, gut. Das ist ja jetzt... na. Gut, laufen wir wieder zu ihm. Sie hat doch jetzt mega lange wohin geguckt. Aber ich habe ja hier schon... Ach nee, ernsthaft? Das ist ja... wow. Mega nervig, dass die immer wieder kommen. Ich habe sie doch getötet. Was soll denn das? Sie guckt schon wieder irgendwo hin. Oh, das triggert mich. Das triggert mich so hart, ehrlich. Dass sie da wieder in die Richtung geguckt hat. Ja, was haben wir hier? Ach, auch nur Bergungsgut. Okay. Okay, so, hier bin ich. Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Nein! 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 Ich war noch gar nicht fertig mit Suchen! Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach. Oh nein! Sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Wer weiß, was wir noch alles finden. Also erstens,
Dir will ich nicht hinterherlaufen. Und zweitens, hätte ich gewusst, dass das Tor wieder zugeht, hätte ich erst noch weiter abgesucht alles. Um ganz sicher zu gehen, dass wir alles haben. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Ihr seid hier überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Начнут вас бухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Au! Warum muss ich mit denen gehen? Was stimmt mit dem nicht? Warum muss ich mit denen gehen? Was macht er denn? Erstmal Entdeckung. Ganz ruhig bleiben. Ah, okay, sollte ich sogar, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Du siehst mich nicht. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, geh weiter. Oh, ich hab's bis hierhin geschafft. Nein. Ach, er hat mich gesehen. Er hat uns gesehen. Au! Ah! Was? Achso, nebenbei ist euch aufgefallen, dass sie A, jetzt keinen Bogen mehr hat und B, keinen Köcher.
keine Pfeile. Mir ist es jetzt nur aufgefallen, weil er uns halt den Bogen abgenommen hat. Geh doch in Deckung. Geh doch in Deckung! Das wäre schon langsam stinkig. Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Werden wir sehen. So, meine Freunde. Battlefield Experience. Ihr habt sowohl nicht mehr alle. Mal zwei Headers und gut ist. Wer schießt denn auch mit Brandpfeilen? Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Ich komme hier überhaupt nicht zur Ruhe. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen eben. Headshot! Na? Schön warm da? Hallo? Siehst du gleich. In den Arsch. In den Arsch. Habt ihr das gesehen? Oh nein, schon wieder eingetötet hier. Waren wir so viele Crewmitglieder? Ich will ungern etwas übersehen. Ärgert mich schon, dass wir eben durch das Tor gelaufen sind. Aber ich glaube, wir haben nichts. Da unten ist nur Feuer, Abgrund, Tod. Obwohl ja da unten was den Steinweg entlang geht. Auf wen oder was schießen die? Ach, es waren Explosionen. Keine Schüsse. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ja, tu, was nötig ist. Ah, wir sammeln hier. Wir sammeln und sammeln. Ja, hoch. Okay, was gibt's hier umsonst? Ah, Los Files und Geocache. Eins von zwei. Okay, also neuer Abschnitt, neuer Geocache. Das heißt, wir haben... Drei Stück im vorherigen Abschnitt nicht gefunden und übersehen. Oh, was sehen meine entzündeten Augen da hinten? Ein Höhleneingang. Da ist doch auch was. Ich hab's gesehen. Ah.
ja, und wo soll ich das herbekommen? Ja, das ist ja. Komplette Karte. Belohnungsorte ansehen. Nice. Das hilft natürlich jetzt. Nice. Aber trotzdem. Wie soll ich denn. Hä? Feuer erforderlich. Ja, das ist mir schon klar. Aber wie? Hä? Da vorne ist Wasser. Wasserfall. Ich kriege hier kein Feuer rein. Hä? Ist hier irgendwas? Keine Ahnung. Da bin ich jetzt erstmal überfragt. Nein, Feuer kriege ich da auf keinen Fall rein. Hallo? Gibst du mal die Füße? Hab ich hier draußen irgendwas übersehen? Nein. Ich könnte von da oben Feuer mit runterbringen, aber sobald ich da reingehe, ist es aus. Hätte ich ein Feuerzeug finden können? Hätte ich schon ein Feuerzeug finden können? Und hab's nicht? Ups. Oh, Randale. Ja, hier ist das Feuer, ich weiß. Aber am Feuer wird gespeichert, glaube ich. Noch zusätzlich. Tada. So wie jetzt auch. Deswegen der kurze Ruckler. Hoffentlich ist er nicht nachher drin in der Aufnahme. Ja, hier kann ich. Ja, danke. Geh doch mal, hallo. Ja, genau, danke. Jetzt habe ich Feuer. Und jetzt? Aber in die Höhle bekomme ich es nicht. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote. Und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Okay, das ist jetzt ein Tagebucheintrag von Matthias, der Sam entführt hat, zuerst geheilt hat, geholfen hat, das Bein zu verbinden und dann mit ihr weg war. Laut Stimme würde ich sagen, ja, dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Ich würde sagen, ja. Von der Stimme her. 100 pro. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Okay. Gut, die Frage mit dem Feuer, die beschäftigt mich natürlich immer. Geht's da hoch? Nee. Nein, da geht's nicht hoch. Ist die Decke. Okay, gut. Ja, das mit dem Feuer. Hier. Oh, schön ins Feuer gesprungen. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig.
Ich will halt nichts übersehen. Es ist halt... Sollen wir das probieren? Komm, wir probieren das einfach mal. Aber das ist eh sinnbefreit. Achtung. Ja, pfusch, habe ich mir gedacht. Ja, okay, gut. Ja. Ich bin da im Moment etwas überfragt. Es ist, macht für mich... Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Also was Entscheidendes vergessen und übersehen. Nun denn. Bei alten Träumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay. Zum einen, was wir hier lesen, das freut mich schon mal. Schnellreise. Wir können mit der Schnellreise zurück zu den anderen Orten und können doch noch alles suchen und sammeln. Wenn wir das machen möchte, ganz zum Schluss. Wenn wir das machen möchten, ganz zum Schluss, wenn wir es quasi schon durch haben, dann reisen wir einfach nochmal zu den Orten und versuchen, die anderen Sachen zu finden. So, und hat sie jetzt wieder... Okay, gucken wir mal ganz schnell. Ah ja, da bin ich. Ah, schön, schön, schön. Einmal zurück. Hat sie jetzt wieder ein Videotagebuch gemacht mit der Kamera, die sie hier gefunden hat, mit diesem kleinen Camcorderchen? Und warum sehen wir das nicht? Ich wünschte, wir würden das sehen, wie sie dieses Video aufnimmt. Aber nun denn, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.